Es wird Zeit für eine neue Folge Filmnews und beginnen wir mit Joker 2, denn wie wir vergangene Woche ja gelernt haben, hat Regisseur Todd Phillips einen Instagram-Post abgesetzt, der zeigte, dass A, ein Skript existiert mit dem Arbeitstitel Joker Folie à deux und es zeigte auch Joaquin Phoenix, wie er dieses studierte. Dann hat sich jetzt in den vergangenen Tagen noch mehr in diese Richtung getan, denn erstens soll die Fortsetzung angeblich ein Musical werden und zweitens soll Lady Gaga sich in frühen Verhandlungen befinden, an diesem Film mitzuwirken und das als keine geringere als Harley Quinn. Das gab jetzt nicht unbedingt die allerbeste Reaktion, wobei ich mich ehrlich gesagt frage, warum eigentlich? Weil Lady Gaga ist Oscar-Preisträgerin für den besten Filmsong. Sie war 2019 für A Star Is Born nominiert als beste Nebendarstellerin. Eigentlich eine Kombination, wo man sagen könnte, gib der Sache doch mal eine Chance und irgendwie passt ihr Charakter und ihr Auftreten sonst auch ein Stück weit zu der Figur der Harley Quinn, ehrlicherweise. Was sagt ihr denn? Lady Gaga als Harley Quinn, ja oder nein? Und wie findet ihr denn die Idee einer Fortsetzung in Musical-Form, dass Musicals gerne mal ein bisschen düsterer sein können, hat ja beispielsweise auch Tim Burton gezeigt mit Sweeney Todd und Johnny Depp als Hauptdarsteller. Dementsprechend, ich bin ehrlich gesagt gespannt, mag aber auch Musicals und dementsprechend bin ich vielleicht nicht ganz unvoreingenommen und deswegen auf eure Meinung in den Kommentaren gespannt. Es gibt ein erstes Bild von Ryan Gosling als Ken. Der ist komplett blond vor rosanem Hintergrund und gar nicht so richtig wiederzuerkennen. Und man guckt fast zweimal hin und denkt sich echt, wie Ryan Gosling da aussieht. Ist irgendwie interessant, aber auch ein wenig merkwürdig, ehrlicherweise. Und wenn man sich vor einigen Wochen das erste Bild von Margot Robbie als Barbie angeschaut hat, wird klar, dass die beiden nicht nur das ikonische Puppenpaar verkörpern, sondern dass hinter diesem Film wesentlich mehr stecken muss. Denn Greta Gerwig ist die Regisseurin, hat zuletzt Filme gemacht wie Lady Bird oder Little Women. Zusammen mit ihrem Mann Noah Baumbach stehen beide für oft sehr vielschichtige Dramen und auch interessante Beobachtungen über das Leben. Und natürlich ist die Fallhöhe sehr, sehr groß, wenn man diese Bilder von Margot Robbie und Ryan Gosling sieht und damit aus dieser rosaroten Welt sicherlich eine große Fallhöhe entstehen kann gegenüber einem Spielzeugkonzern oder einer Realität oder der Welt der Klischees und wie man damit umgeht, mit der reinen Oberflächlichkeit. Auf jeden Fall bin ich wahnsinnig gespannt, was der Barbie-Film mit sich bringt. Und es gibt, wie gesagt, ein erstes Bild von Ryan Gosling als Ken. Ezra Miller macht wieder Probleme. Zuletzt war der The Flash-Hauptdarsteller ja aufgrund physischer Übergriffe auf der Insel Hawaii mehr als einmal aufgefallen. Nun ist er wieder in den Fokus der Polizei geraten, denn Ezra Miller soll ein 18-jähriges Mädchen namens Tokata manipuliert haben und das über Jahre hinweg mit Hilfe von Paranoia, Wahnvorstellungen, Gewaltandrohungen oder auch Einschüchterungen. Nun haben die Eltern dieses Mädchens eine einstweilige Verfügung angeordnet bzw. erwirkt. So darf sich Ezra Miller der 18-Jährigen nicht auf 100 Yard nähern und auch die Familie 30 Tage lang nicht kontaktieren. Kennengelernt hatte er sie aber im Alter von 12 und mit ihr Reisen nach New York, Los Angeles, Vermont, London und Co. unternommen, wo man sich dann schon ein bisschen fragt, okay, was ist in diesen 6 Jahren passiert? Aber als die Polizei ihm wohl diese einstweilige Verfügung zustellen wollte, hat man ihn nicht angetroffen und er gilt aktuell als verschwunden, so zumindest berichtet die Los Angeles Times. Und so muss man sich bei Ezra Miller fragen, was ist da gerade aktuell los? Er gilt zumindest offiziell als nicht auffindbar. Paddington 3 kommt. Sind wir mal ehrlich, Paddington ist eine Figur bzw. der Bär aus Peru. Und wenn es um Orangenmarmelade gibt, die ist in UK eine, die hat Kultstatus. In Deutschland war sie nicht sonderlich bekannt. Das änderte sich ein Stück weit mit dem ersten Kinofilm, der wirklich sehr schön und sehr herzlich war. Und der zweite Film setzte tatsächlich nochmal eine Nummer drauf, sodass man sich doch fragen muss, wann kommt denn endlich Paddington 3? Und nun gibt es da ein paar neue Nachrichten, denn Paul King, der Teil 1 und 2 inszeniert hat, wird Teil 3 nicht mehr inszenieren, aber die Geschichte mitentwickeln und das Ganze produzieren. Regie wird übernehmen und sein Langfilmdebüt damit machen, Werberegisseur Dougal Wilson. Bei Paddington 3 wiederum weiß man aber, dass die Dreharbeiten 2023 in London und Peru stattfinden sollen. Und Peru, da wissen wir, das ist die Heimat von Paddington und rund um seine Tante Lucy gibt es da bestimmt einiges in der Heimat zu entdecken. Und der Film soll auch Paddington in Peru heißen. Und damit wird ein großer Teil der Geschichte uns wohl in den Dschungel und sein Zuhause führen. Und wenn Teil 3 nur ansatzweise so herzlich und liebevoll wird wie Teil 1, und zwei, dann habe ich jetzt schon große Lust drauf. Ehrlicherweise, so schnell wie sonst Sequels produziert werden, hat Paddington 3 schon ganz schön lange auf sich warten lassen. Netflix macht ein echtes Squid Game und ihr könnt dabei sein, wenn ihr wollt. Ja, da habt ihr richtig gehört, es soll eine eigene Reality-Show auf Netflix rauskommen, bei dem man die Spiele aus Squid Game nachspielt. Dabei soll natürlich nicht gestorben werden und es winkt tatsächlich ein Preisgeld von 4,56 Millionen Dollar, da wenn das nicht mal ein Anreiz ist und dementsprechend werden aktuell Kandidaten gesucht. Die Show soll 10 Episoden haben und auf der Seite squidgamecasting.com könnt ihr euch tatsächlich bewerben. Da gibt es einmal einen Reiter für die Bewerbung für US, für UK
oder auch Global und alle wichtigen Dinge stehen da drin. Ihr müsst zum Beispiel mindestens 21 Jahre alt sein und vieles mehr. Aber wenn ihr jetzt sagt, okay, 4,56 Millionen Dollar, die Chance will ich nutzen und wäre dabei beim Squid Game Reality Show Format, ihr könnt euch tatsächlich bewerben, sagt also nicht, ihr hättet sie nicht gehört. Knives Out 2 hat jetzt einen Titel. Sind wir mal ehrlich, als Knives Out in den Kinos startete, wurde das Ganze ein Überraschungserfolg. Rehabilitierte auch ein Stück weit den Ruf des Regisseurs Rian Johnson, vor allem in Richtung Star Wars Fans und mit Daniel Craig in der Hauptrolle, hatte man ein wenig diesen Flair von Agatha Christie, der über dem Film lag, und dementsprechend wollten viele eine Fortsetzung. Die wird aber, wie wir wissen, nicht ins Kino kommen, denn Netflix hat 400 Millionen Dollar auf den Tisch gepackt, um zwei weitere Filme zu machen und dafür zu sorgen, dass sie eben auf Netflix gezeigt werden. Nun wissen wir ein ungefähres Startzeitfenster und einen offiziellen Titel. Knives Out 2 soll heißen Glass Onion, A Knives Out Mystery, und in der Holiday Season in den USA veröffentlicht werden. Die beginnt mit Thanksgiving und endet am Neujahrstag. Das heißt, irgendwann zwischen Ende November, vielleicht direkt nach oder zu Thanksgiving. Thanksgiving ist ja immer ein Donnerstag und dann folgt der Black Friday. Vielleicht kommt da schon, das ist dann, glaube ich, der 25. November der Film raus, oder irgendwann im Laufe des Dezembers. Wissen wir also grob, wann Knives Out 2 rauskommt, und wir kennen jetzt den offiziellen Titel. Vor ein paar Minuten habe ich euch gesagt, dass ihr mit ein wenig Glück dabei sein könnt bei der Squid Game Reality Show auf Netflix. Nun habe ich noch ein Angebot für euch, das ihr vielleicht gar nicht mal ablehnen könnt. Dabei geht es um das Prequel der Tribute von Panem-Reihe, denn dort sucht man 3000 Komparsen für die Drehs in Deutschland, dazu aber gleich mehr. Inzwischen wissen wir, dass Rachel Zegler, bekannt aus West Side Story samt Golden Globe Nominierung als Hauptdarstellerin, bei das Lied von Vogel und Schlange dabei sein wird. Nun hat man in den vergangenen Tagen noch weitere Darsteller Tribute/KämpferInnen in den Hungerspielen in der Prequel-Geschichte präsentiert. Unter anderem werden dabei sein Jerome Lance, Ashley Lau, Knox Gibson, Mackenzie Lansing und Emma Hussein. Und vielleicht du, denn für die Drehs rund um Köln, Duisburg oder Hattingen sucht man aktuell 3000 Komparsen und Komparsinnen. Und ich hänge euch sehr gerne das Bewerbungsformular in die Infobox unterhalb dieses Videos dran, wenn ihr sagt, oh, das wollte ich schon gerne mal machen, bei einem Filmdreh dabei sein und erleben, wie eine große Hollywood Produktion entsteht, wäre eure Chance, weil bei 3000 Leuten, die man sucht, ist die gar nicht mal so gering, dann dabei zu sein. Klickt euch also gerne an und dann könnt ihr Hollywood ganz live erleben. Ich hoffe, der ein oder andere von euch interessiert sich dafür. Und beenden wir diese Folge Film News mit der Info, dass Amber Heard nicht aus Aquaman 2 herausgeschnitten wird. Nach dem sehr öffentlich ausgetragenen und auch sehr oft millionenfach gefühlt kommentierten Rechtsstreit zwischen Johnny Depp und Amber Heard ging das Gerücht um, dass man sie aus Aquaman 2 herausschneiden werde. Aber aus den Kreisen der Produktion hat man das bereits dementiert. Und auch Variety bestätigt, dass ihre Rolle zwar sehr klein sein, aber nicht entfernt wird bei Aquaman 2. Und damit sind wir am Ende dieser Folge Film News. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme, Serien und Dokus schauen.